In der letzten Episode haben wir uns mit dem Banditen angelegt und jetzt geht's weiter hier durch dieses Garagentor. Na los! Okay, jetzt versuch es, mit irgendwas aufzuheben. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Okay, los! Okay, es geht schon. Es geht schon. Da. Oh Mann, hier liegen Leichen. Und Werkzeug ist hier natürlich auch glücklicherweise erreichte Werkzeugstufe 2. Na, wenn das mal nichts ist. Was ist das zur Hölle? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das, so eine Art Granat? Ach, eine Rauchbombe. Oxidierter Zucker erzeugt eine Rauchwand, die dich vor Gegnern verbirgt. Gegner verbirgt, Rechtschreibfehler. Er entzündet sich mit einer erschütternden Explosion, die jeden Gegner im Explosionsradius betäubt. Gegner können im Rauch nicht sehen und greifen ein Ziel, das sie nicht erkennen können, nicht an. Nutze das, wenn du unterlegen bist, oder stürme in eine Gruppe Feinde hinein, während sie betäubt sind. Praktisches Ding. Stecken wir mal ein in die Tasche. Und den Krempel hier nehmen wir auch noch mit hier. Ist ja wie im Schlaraffenland. Abgesehen von den ganzen Leichen, die hier liegen. Da vorne ist noch ein Text, den schauen wir uns aber später nochmal an. Da gehe ich jetzt nicht direkt drauf ein. Ich schaue mich hier erstmal noch nach weiteren Klamotten um. Und Klamotten gibt es hier reichlich. Können wir die Spinde hier öffnen? Da ist bestimmt was drin. Munkelt man. Aber bestimmt in dem anderen. Da ist bestimmt was drin. Oh ja. Sehr schön, ein bisschen Krempel zumindest, den wir mitnehmen lassen können. Und jetzt müsste ich eigentlich auch mal schauen, ganz kurz, was meine Fähigkeiten so machen. Und außerdem könnten wir noch ein Messerchen fabrizieren. Genau, das mache ich mal auch gerade. Obwohl, die Fähigkeiten checke ich mal später. Wir haben ja eh noch nicht so viele Erfahrungsdrops gefunden. Ich schaue mich jetzt erstmal hier weiter um. Und Waffe umstellen nicht vergessen, sonst werfen wir nachher aus Versehen so eine Rauchbombe. Ich kenne mich ja. Ob hier drinnen noch irgendwelche Typen sind? Ah, die Regale haben nicht mehr viel. Machen wir mal die Tür auf. Und gehen mal diese Treppe hoch. Ja, spannend. Wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und, bringst du viele Unschuldige um? Das heißt dann wohl ja. Versteh es, wie du willst. Ja, obwohl interessant ist ja auch die Entwicklung von Joel, dass er sich langsam zum guten Menschen entwickelt und sein Leben wahrscheinlich auch für Ellie mittlerweile opfern würde. Also zumindest seinen Kopf riskiert. Und Ellie hat ja bekanntlich so eine Art Impfstoff in sich. Sie wird nicht durch diese Pilzinfektion mutieren. Sie hat irgendwas in sich, das das beendet. Beenden könnte vielleicht die Rettung der Menschheit. Oder schliefen. So ist es, liebe Ellie. Und da haben wir Erfahrungsdrops noch bekommen. Aber ich muss noch mal runter, fällt mir gerade ein, ich alter Depp. Denn ich habe ja vergessen, völlig hier diesen einen Bericht zu lesen. Der sich hier irgendwo befinden muss, da hinten. Und irgendwie scheinen diese Typen hier alle ausgeraubt worden zu sein. Von den Banditen, die uns auch überfallen haben. Oha, sehen nicht gerade gut aus hier. Weil der war doch mal ein Zombie, oder? Oder nicht? Voll viele Schuhe da unten auch. So, lesen wir mal den Text. Verzeichnis der Fremden oder sowas. Aha, Schuhe 4-mal, Jacke, sonstige Kleidung 6-mal, Reifen 4-mal, diverse Medizin 2-mal, Kochgeschirr. Schuhe 2-mal, das heißt also, hier ist so eine Liste, was die alles erbeutet haben von den Leuten, die sie überfallen haben. Also das ist schon lustig. Und einer da, der ist irgendwie ausgerastet, den wollten sie nicht mehr verfolgen. Naja, uns werden sie jetzt hoffentlich auch nicht mehr verfolgen, denn einen Großteil dieser Bande haben wir ja in der letzten Folge ausgemerzt, eliminiert. Die haben das Zeitliche gesegnet. Da geht nicht mehr viel. Keep out. Steht da an der Wand. Aber wir gehen natürlich rein davon, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Und hier müssen wir uns jetzt nochmal umschauen. Ah, die Spinde, genau, die hätte ich beinahe auch vergessen, aber die lasse ich mir nicht entgehen. Munition immer praktisch.
Und sonst ist hier nicht viel im Raum. Was haben wir denn da? Medikit verbessert. Medikits sind jetzt 33% stärker. Na, wenn das mal nichts ist. Oh cool, das können wir sogar lesen, wenn ihr wollt. Also das lest ihr euch aber mit Pause durch, das lese ich jetzt nicht ganz vor. Aber wer zum Beispiel vielleicht Medizin studieren will oder vielleicht Krankenpfleger werden will oder sowas, da sind bestimmt hilfreiche Tipps dabei. So, jetzt können wir uns entscheiden, welche Tür nehmen wir? Diese hier oder diese hier? Nehmen wir diese hier. Hier geht's raus. Aber eigentlich will ich noch gar nicht rausgehen. Nee, ich gehe erstmal noch rein, guck mal noch in die andere Tür. Wie meint sie? Wir müssen weiter. Ach krass, die sind verbrannt worden, noch erst kürzlich. Das waren wahrscheinlich auch Leute, die überfallen wurden. Oh Mann, geil. Eine Werkbank und alle möglichen Krempel. Pfeile, Pipapo, der ganze Schnickschnack. Pfeile sogar voll. Den Bogen muss ich öfter mal anwenden, weil der so lautlos tödlich sein kann. Dann mal los. So, was haben wir denn? Waffenhalfter? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ein Halfter für eine zweite Pistole und ein Halfter für eine zweite Langwaffe. Und ermöglicht dir, die Waffe schneller nachzuladen. Haben wir ja schon mal geskillt. Ich glaube aber mit der zweiten Waffe, das ist eine gute Sache. Vielleicht sollten wir das machen. Hier haben wir noch Schrotflinte, Nachladetempo, den Bogen und was weiß ich, was wir alles skillen können. Aber ich glaube, wir nehmen mal diese Waffenhalfter für die Pistole. Und für die Langwaffe könnten wir uns theoretisch auch noch leisten. Komm, nehmen wir auch noch mit. Sind wir nicht so geizig. Nehmen wir das auch noch mit. Ja. Superb. Superb. Das sieht sogar sehr gut aus. Haben wir auf jeden Fall schnelleren Zugriff wahrscheinlich zu diesen Waffen. Hoffe ich doch schwer. Das ist auch noch eine Karte gewesen. Aber ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht. Diese Gegend kommt mir auch aus diesem Demo-Level bekannt vor. Da war noch ein Snippet dabei. Ich glaube, das habe ich schon gespielt hier kurz. Zumindest nur diese kurze Mini-Passage, wo wir jetzt hier rausgehen. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier! Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Also ich muss ja sagen, diese Gespräche zwischen Ellie und Joel sind doch schon sehr spaßig und cool gemacht. Vor allem finde ich persönlich, dass sich da eine interessante Beziehung aufbaut, die natürlich sehr an der Vater-Tochter-Beziehung erinnert. Ne? Ich meine, Ellie hat auch ihre Eltern offensichtlich verloren und der gute Joel hat ja seine Tochter verloren, Sarah, wie wir wissen. Und da waren Erfahrungsdrops. Immer mehr gibt's da. Ich pfeife! Oh gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Pfeifen, das kann ja auch nicht jeder. Also ich kann es eigentlich ziemlich gut, aber nicht jeder kann pfeifen. Ich kenne auch Kumpels von mir, die können nicht pfeifen. Das sind vielleicht Pfeifen. Gehen wir mal hier rein. Oh, der hier war auch eine Pfeife. Ja, den Busknopf würde er nicht mehr drücken müssen hier. Der liegt da schon was länger. Ich tippe mal auf so 20 Jahre. Was war denn Ellie, da? Hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Geil. Terminierungsschock. Kann man den anlesen? Nee, irgendwie. Ah, da können wir nur wechseln und scheinbar das Cover gucken, oder? Irre ich mich da? Nee, ich glaube, wir können nur das Cover gucken. Naja, immerhin hat sie jetzt einen neuen Comic, denn die Fortsetzung folgt, bekanntlich. Das mag sie ja nicht. Da muss ich so schmunzeln innerlich. Weil mich das natürlich auch daran erinnert hat, dass ich ja immer Fortsetzung folgt, einbinde und sich so viele darüber beklagen und sagen, Sarazar, warum können denn die Folgen nicht stundenlang sein? Das geht leider nicht, weil ich muss ja auch noch andere Sachen machen als nur zocken. Und deswegen kann ich ja auch nicht noch Folgen raushauen. Wobei das für manche wahrscheinlich einfach zu viel wäre, wenn ich hier eine Stunde veröffentlichen würde oder sowas. Oh, der hat auch schon bessere Tage gesehen. Ist auch diese typische Situation, wo sich ein Stau bildet und irgendwie kommt es mir so vor, als würde hier gleich ein Kampf bevorstehen. Das ist so typisch Naughty Dog, der Entwickler von dem Spiel. Das haben die auch bei Uncharted gemacht. Wenn so ganz viele Deckungen da sind, dann ist es so ein ganz typisches Zeichen. Was war das? Oh. Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Wo hast du denn schießen gelassen? Ellie, runter! Scheiße. Vielleicht können wir die umgehen irgendwie. Ich bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treffe dich gleich. Oh, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit.
Lass mich in Ruhe. Ganz vorsichtig bleiben hier. Wo sind Sie denn? Möglichst in Deckung. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Goldspitze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Ja, geht ihr ruhig mal weiter. Und wir bleiben in Deckung und schleichen uns hier hinten irgendwie rum. Oh oh. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass die Typen verschwinden, bevor wir irgendwie einen Weg suchen, wie wir hier wieder rauskommen. Ich denke mal, wir müssen ja da wahrscheinlich daherkommen, wo die hergekommen sind. Aber lieber jetzt einmal auf Nummer sicher gehen und nicht zu voreilig sein. Ich meine, ich kämpfe ja auch sau gerne in dem Spiel. Das macht ja auch Spaß, mal auch nicht nur den Schleichweg zu gehen, aber so ein bisschen Abwechslung auch mal so ein paar Gegner umschleichen ist bestimmt nicht schlecht, wenn es denn überhaupt klappt, weil so leicht ist es nicht bei The Last of Us. Ich warte nicht länger. Lass uns nachsehen, was die machen. Die machen den Scheiß jedes Mal, ich schwöre, Mann. Wenn die uns schon wieder hinhalten. Ja, was machst du dann? What's up? Ja, ich warte. Immer mit der Ruhe. Die Devise des Jägers ist Geduld. So können wir hier hochklettern. Nee, den Ziegel brauche ich eigentlich auch nicht. Nee, da kann ich nicht hochklettern, ne? Scheiße. Warte mal, ich darf jetzt auch nicht zu auffällig werden. Aber irgendwie muss es ja einen Aufgang geben. Vielleicht hier das Auto hoch. Jo, das funktioniert. Und jetzt hier hoch. Alle hoppa. Und hier sind wir beim Übergang. Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Vor fast 20 Jahren wahrscheinlich. Gebt uns Lebensmittel. Genau, gebt uns Lebensmittel und füttert nicht unsere Lügen. Oder füttert Warum uns nicht mit kein Lügen. Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. In Boston. Da kommt Ellie wahrscheinlich her und vielleicht ja wir auch. Ist das Boston, wo wir vorher durchgerannt sind, also die Stadt, wo wir gestartet sind? Weiß ich gar nicht persönlich. Ich dachte immer, es wäre so ein bisschen New York, aber kann natürlich auch Boston gewesen sein. Wetter ist auf jeden Fall nicht schlecht in diesem Sommer. Im Winter will ich hier nicht erleben. Ah, gehen wir doch mal durch diese schöne Drehtür hier. Die erinnert mich ja direkt wieder an den Flughafen. Ah, klemmt ein bisschen das Ding. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Okay, Hunter sind natürlich wieder Jäger, also menschliche Gegner, Banditen. Neuer Anführer. Der gleiche Scheiß. Naja, er sagt jetzt, wo genug Leute auf die Ausgänge aufpassen, können wir uns ausweiten. Und was genau wird uns das bringen? Ich weiß nicht, vielleicht finden wir Treibstoff für die Generatoren. Ich will einen alten Projektor reparieren, Filme anschauen oder so. Das wird nie passieren. Ich habe das Expansionsgeschwätz schon oft gehört. Und wenn wir es versuchen, werden verdammt viele von uns getötet. Ach, wer weiß. Vielleicht läuft es anders. Freu dich nicht zu früh darauf, Kleiner. So lebst du länger. Genau, und ihr verschwindet jetzt mal, oder? Ich mache mal eine offene Konfrontation mit denen. Ich meine, wir sind ja gerade umschlichen und so ein bisschen Action für die Leute, die Action sehen wollen, wäre ja gar nicht schlecht, aber... Oh, oh. Ich weiß gar nicht, was sie für so einen Sichtradius haben. Der dürfte doch recht hoch sein, oder? Da vorne steht auch noch einer. Hier wimmelt's nur von den Typen. Das ist ja ein Wimmelbildspiel. So, jetzt verstecke ich mich mal kurz hier. Oh. Scheiße! Was? Der hat mich gesehen? Okay, ich glaube, das heißt, wir fighten heute eine Runde. Aber erstmal gucken. Ne, ich kann hier nicht entkommen. Hier, fress den Pfeil, Junge! Da ist nur ein paar Streifschüsse. Die treffen uns nicht so nah. Aber Alter, mit dem Bogen jetzt... Oh!
Recht. Die kommen überall. Scheiße, Alter. Da sind wir natürlich voll aufgeflogen jetzt. Aber vielleicht ganz cool sogar, weil ich wollte ja sowieso einen Kampf machen. Und du kriegst jetzt was richtig hier. Zappenduster. Zappenduster. Nehme ich mir mit. Hinter dir! Okay, schnell hier hoch. Mal gucken, was es da gibt. Komm, Ellie, komm mit, schnell. Hier sind auch noch Feinde, natürlich. Jetzt haben wir alle aufgeschossen. Jetzt heißt es kämpfen. Jetzt heißt es handeln. Und jetzt heißt es ausradieren. Pams! Scheiße, die ist ja auch mega scheiße, die Waffe. Einen Schuss. Fuck, das sind zu viele. Das sind viel zu viele. Alter! Ich meine, ich habe so oder so schon wenig Ressourcen. Das bedeutet, ich muss die teilweise mit Nahkampfangriffen fertig machen. Ellie, komm mit! Ach du Scheiße. Sie hat irgendwem was auf den Deckel gegeben, aber... Komm schon, Ellie, wo bist du? Renn! Ab hier runter. Die Typen sind uns auf den Fersen. Aber vielleicht können wir die so ein bisschen strategisch ausmerzen. Hier rauskommen. Und mal gucken, ob wir vielleicht einfach da durch das Tor können irgendwie. Hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Nee, da gibt's keinen Durchgang. Aber hier ist einer! Auf die Nase gibbet! Statt Durchgang! So! Cool, der hat auch Munition. Aber leider nur für die Schrottwaffe hier. Mist, wie kommen wir denn jetzt hier aus dem Areal überhaupt raus? Da müssen wir bestimmt irgendwie oben lang oder so, ne? Das ist jetzt natürlich die Preisfrage quasi. Ist hier noch irgendwas, was wir damit nutzen können? Ich glaube, wir müssen da rein. Ich glaube, jetzt heißt es einfach, schleichen ist schon zu spät, direkt von Anfang an. Ich glaube, jetzt muss ich von denen einen nach dem anderen ausradieren. Und wisst ihr was? Das mache ich auch. Probiere ich zumindest. Kann sein, dass ich daran scheitere. Natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Hier kommen wir echt nicht durch, ne? Kann man auch nicht aufschlagen oder so. Gut, dann schleichen wir uns jetzt an den Feind ran. Vielleicht müssen wir die auch alle eliminieren. Aber das glaube ich nicht. Wahrscheinlich ist oben irgendwo ein Gang oder unten, hier in dem Gebäude, wie wir auf die andere Seite dann wieder kommen. Ich schleiche mich mal hier rein. Wartend auf den Gegner. Wartend auf den Feind. Der hier in Scharen an jeder Ecke lauert. Für die Schrote haben wir nur noch 2 Patronen. Das ist natürlich nicht viel. Liegt natürlich auch daran, weil ich mal wieder teilweise was übersehen hatte mitzunehmen. So, die scheinen alle nach oben gegangen zu sein, oder was ist da los? Okay, komm mit, Ellie. Wir gehen hoch und schauen mal, ob wir da einen Ausgang finden. Wir müssen höllisch auf der Hut sein. Wo? Da vorne. Da ist einer. Und die kommen jetzt wieder von allen Seiten. Von rechts, links, von vorne, von hinten. Hier. Shit. Auf die Reichweite ist die Schrot nicht die beste. Die Treppe hier runter, als Deckung nutzen. Ich brauche ein Medikit. Aber erstmal vielleicht noch ein paar Kugeln in den Feind reinpesen. Vorsicht, Ellie! Ja, die Ellie steht da auch ganz schön gut. Ich kann sie nicht entscheiden. Was denn los ist? Bams! Ja, der hat eine Flinte. Ich habe auch eine Flinte in der Hand. Pams! Die hat natürlich eine gute Durchschlagskraft, aber die ständige Nachladen nach einem Schuss nur ist natürlich anstrengend. So, ich muss jetzt... Alter! Verpiss dich! Boah, das wird ein harter Kampf gegen die Jungs, ey. Aber jetzt nehme ich es mir auch irgendwie... Jetzt ist es eine Ehrensache, die alle wegzubashen. Genau mit dem Basie und mit anderen Sachen werde ich euch vernichten. So, schnell hier heilen. Wir haben kurz eine Atempause, wenn nicht einer gerade kommt von unten oder von hinten oder von vorne. Da! Oh, Scheiße. Alter, das sind viel zu viele. Ellie wirft da die Flasche. Was war das? Gib auf! Nimm den Einfluss! Jetzt gibt's auf die Nase! Oh mein Gott, wie viele sind das? Okay, wir brauchen doch noch eine Verschnaufpause. Das sind zu viele. Boah. Scheiße. Alter, hier muss ich mich konzentrieren gerade. Zum Glück hat die KI manchmal... Oh, setze ein! Oder noch nicht! Pam! 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 Oh ja, und jetzt gibt's auf den Kopf hier, aber richtig. Scheiße, Mann. Ich lass den Basie nochmal. Ich glaube, der hat eine bessere Durchschlagskraft, oder? Hat so einen Stock? Ich weiß es nicht. Also Haltbarkeit ist nicht mehr so gut.
So, wir müssen nochmal ein Medikit anwenden. Oh Mann. Und eins bauen am besten. Direkt auch mit. Ne? Habe ich gerade auch nochmal gemacht. Weil wer weiß, wie dieser Kampf ausgehen wird. Hier ist er. Das ist okay. Das ist absolut okay, denn der Typ wird nicht lange leben. Ob ich das mit dem Bogen machen sollte? Oh, verdammt! Oh, scheiße! Alter, habe ich voll gehakelt gerade hier. Mit dem Pad. Kriegt der jetzt einen ab hier. Zack! Schön, der war mitten ins Gesicht, der Fall. Krass. Das fand ich auch. Aber wie viele lauern denn da oben noch? Ich tippe mal auf so 5, 6 Typen und ich mache die jetzt alle platt. Ehrensache. Ich werde jetzt nicht einfach abhauen, auch wenn wir den Ausgang finden. Verdammte! Sage die! Schön mit dem Pfeil rein. Dann mal los! Oh! Shit! Und mit dem Bogen bin ich absolut noch kein Experte. So, jetzt müssen wir die Waffe wechseln. Ja, nehmen wir mal den Basie hier. Ah, den Stock halt, ist ja egal. Ich glaube, das ist auch egal. Ich glaube, es hängt echt von der Haltbarkeit ab, wie lange die Waffe durchhält. Puh. Jetzt langsam ranpirschen an den Penner. Der wird es gar nicht merken. Und schon zimmer ich ihm dieses Stöckchen über den Schädel. Guck mal! Pam! Und nochmal mit dem Füßchen ins Gesicht. Und die Munition mitnehmen. So, wir räumen hier einen nach dem anderen weg, Freunde. Echt, einen nach dem anderen. Und die Folge, wie ihr seht, da gibt es schon reichlich Überlänge auch. Mittendrin, statt nur dabei sozusagen. Was haben wir denn da für schöne Bilder eigentlich auch hier? Das war mein Kino oder sowas, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht genau. Irgendwie sowas war's. Okay. Alter, 4 Stück sind das dann auch auf der Seite. Unser helle Steckspiel ist hier drüben. Ja, ich bin genau hier drüben. Winke, winke. Oh yeah. Geht außenrum. Nachladen und einer nach dem anderen wird hier weggemäht. Ich weiß natürlich nicht, ob da noch mehr Feinde sind. Schöner Schuss, mitten ins Gesicht. Links vor die Acht. Boah, diese ständigen Überfälle von hinten. Zum Glück haben wir das Stöckchen noch geholt. Facekick. So, der liegt. Der liegt. Die Munition muss ich mitnehmen eigentlich, ja genau. Jetzt nochmal auf die Schrot, Waffe wechseln. Die Schrot ist aus der Nähe natürlich echt prickelnder. Scheiße, ich muss nachladen. Die Decke ist gar nicht... Oh, die Decke ist schon... Die Treppe ist gar nicht so schlecht hier in der Nähe. Oh nein, oh nein, oh nein! Boah, Mann, das ist ein hartes Ding. Hey, Dummkopf! Die Ellie haut immer irgendwie im Ziegelstein vor die Fresse und dann haut sie mir hinterher ab. So, nächstes Medipick, ey. Ich habe keine Zeit. Doch, ich habe Zeit. Der Typ rennt da hinten rein. Der hat uns nicht gesichtet. Also dieses irgendwo hinterrennen und die dann nach und nach ausschalten, das ist auf jeden Fall die Devise. Aber am besten wäre es natürlich gewesen, wäre ich geschlichen. Aber jetzt habe ich natürlich keinen Bock mehr schleichen. Ich bin alle Plätten, weil ich auch noch nicht weiß, wo ich raus muss. Hier! Schrankkante. Blutige Aktion. Ja, es tat nicht gut. Oh Mann. Oh Mann, da hatte ich meinen 10-Stunden-Aufenthalt. War super. Nicht. So, Jungs. Wie viele können denn da noch sein? Da ist einer an der Ecke. Vorsichtig. Was für ein Kampf. Verteilen. Aber ich will es jetzt halt auch mit der offenen Konfrontation regeln. Ich will die jetzt alle ausmerzen, ganz ehrlich. Den Spaß gönne ich mir. Ha! Hasta la vista! Adios, amigo. Oh, frontal gegenrennen ist nicht gut. Cool. Ich glaube, Ellie hat da irgendwas draufgeworfen, oder? So, und jetzt machen wir den Platten der Zeit. Renn rüber! Pams! Oh mein Gott! Ja, der tat gut. Der hat richtig mega fett reingeschrotet. Der Typ sieht nur noch aus wie ein Sieb nachher. Diese scheiß Banditen. Obwohl sie auch Gefühle haben. Das wird ja mal ein bisschen umschrieben, dass der eine eigentlich auch nur Filme gucken wollte und sowas. Ach, scheiße, ich wollte ihn greifen. Aber manchmal können die sich auch gut wehren, ey. Das war verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Schokoriegel, den lasse ich mir nicht entgehen. Und jetzt schauen wir uns hier nochmal genauer um. Haben wir die Typen echt alle geplättet? Krass. Ich hätte es natürlich...
auch mit dem Schleichweg versuchen müssen eigentlich, aber hey, Leute, ein bisschen Action ist auch mal nicht schlecht. Und der Kampf war auch schön herausfordernd. Wir haben es ganz gut gelöst. Natürlich mit ein bisschen tricky, da an der Deckung, an der Treppe nehmen. So viele Bücher. Hätte ich doch... Du liest also gern, Wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe? Ja, dann würde ich gerne. Tja, und da werden die alten Medien zu den neuen Medien, denn hier ist nichts mit Kindle und iPad und 100 Bücher draufladen. Da gibt es gar keinen Strom für, soweit ich weiß. Insofern musst du da jedes Buch wieder mitschleppen und PlayStation oder sowas. Auch wenn das alles schon erfunden war, ist es alles Vergangenheit. Und das zum Buch war wahrscheinlich wirklich was Feines, neues Entertainmentmittel. Moment, war da nicht? Nee, da war doch gerade irgendwo noch Munition. Wo bin ich denn da gerade vorbeigelaufen? Ich habe doch Munition gerade ausgemacht. Hier, geradeaus ist die. Habe ich die geradeaus ausgemacht. Ha! So, mitgenommen. Und da vorne ist, glaube ich, ein Durchgang. Ich gehe jetzt aber gerade nochmal runter und schaue mich da auch nochmal um. Weil man weiß ja bekanntlich nie, ne? Was ich hier noch so liegen lassen haben könnte. Und für die Leute, die sich jetzt langweilen, den kann ich auf jeden Fall ein paar Zombie-Filme empfehlen, so wo wir gerade dabei sind. Natürlich The Walking Dead. Ach, guck mal, da pfeift sie wieder. I Am Legend und Zombieland. Auch ein guter Film, den ihr genannt habt. In den Kommentaren fand ich einen sehr geilen Streifen. Hat mir richtig, richtig zugesagt, Zombieland. Super geiler Titel. Ja, was war noch ein guter Zombie-Film? Der erste so war ja mit Brain Dead und diese John Romero-Film. War das John Romero? Der hat auch Zombie-Filme gemacht, glaube ich. Und was gab's dann noch? Was auch geil ist, ist dieser britische Zombie-Film, 28 Days Later oder wie der heißt, der war auch ein Kracher. Und abseits davon, Endzeitfilme, habe ich auch noch ein paar gute Tipps auf Lager. Aber erstmal lesen wir uns Zone aufheben durch. Oberst Mackenzie, Atlanta QZ. Sir, nach 14 Monaten ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sind... offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle, Captain Mastros. Ja, und dann gibt's da zum Beispiel The Road und das war ein super Film. The Road, echt ein richtig geiler Endzeitfilm. Mad Max-Reihe ist auch noch ganz geil. Die soll ja übrigens auch als Spiel erscheinen. Da bin ich natürlich auch mal gespannt. Und hier dieses geile Rohrstock hier, den nehmen wir auch mal mit. Das heißt Rohrstock, ist ja eigentlich ein Abflussrohr, Stück Abflussrohr oder sowas. Oder Zuflussrohr. Eigentlich müsste es ja ein Zuflussrohr sein von Wasser, weil die Abflussrohre ja meistens dicker sind, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die haben ja eher so die Größe von Regenrinnen. So, gehen wir noch die Treppe hoch. Ist aber auch ein Riesending hier. Es war eine Bücherei, kein Theater, sondern eine Bücherei. Und hier konntet ihr euch Bücher sogar 50% off kaufen. Die neuen Releases, ganz toll. So, gehen wir hier nochmal runter spazieren. Sorry Leute, aber ihr kennt das. Ich habe mich hier auch nicht wirklich umschauen können, als der Feind da war. Deswegen sollte ich das auf jeden Fall auch machen. Das ist ein ganz wichtiges Ding. So, was haben wir denn hier? Hier begrüßt uns jetzt keiner. Da ist nur eine alte Schrottkarre. Kann ich mir kaum vorstellen, dass nicht eine noch hier eine funktionstüchtige Batterie hat. Bei meinem ersten Auto hat die Batterie 10 Jahre gehalten. Ich meine, ich habe den Wagen auch gebraucht gekauft, aber mein Vorbesitzer hatte den dann schon, ich glaube, 5 Jahre oder so. Und die Batterie hat 10 Jahre gehalten. Und dann ist die leer gegangen, weil die Karre halt rumstand. Klar, dann werden Batterien nun mal leer, wenn die Karren einfach rumstehen. Aber, dass die dann gar nicht mehr funktionieren, ist mir doch eher ein Rätsel. Ich denke mal, die könnte man ja wieder aufladen. Obwohl, wenn du so eine richtig... Ne, ist wahrscheinlich echt utopisch. Da musst du echt schon wahrscheinlich auch eine alte Karre haben, weil heute bei den Fahrzeugen, die alle irgendwie elektrisch sind, ist das ja sowieso eine andere Nummer. Warum komme ich hier nicht durch? Ich denke, ich muss wirklich da oben lang und durch das Gitter komme ich nicht. Nee, gut. Ich denke mal, wir werden da diesen einen Ausgang, da war ja auch so ein Gang. Da hinten, da vorne. Da müssen wir durchpesen. Genau, da werden wir jetzt auch durchpesen. Da geht's nämlich ans Licht. Krass. Keine Gangster am Start, glücklicherweise.
Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf gehabt. Man will ja auch mal ein bisschen einfach nur rumschlendern zwischendurch. Und ihr merkt schon, hey, der Sarazar, der hat da eine richtig lange Folge heute rausgehauen. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Oh Mann, da sind die Soldaten. Weitere 3 Soldaten sind tot. Gebt endlich auf. Ja, und das waren wahrscheinlich dann diese Räuber, die uns überfallen haben. Die haben wahrscheinlich auch die Soldaten getötet und hier die Kontrolle übernommen. Wie gesagt, mal sehen, Maurer, Becker und alle anderen werden hier zu Killern und Banditen, weil sie ums eigene Überleben kämpfen mit jedem Mittel. Leider Gottes. So, können wir irgendwie runterspringen? Sieht aber noch im Abgang auf. Mache ich das noch in dieser Folge? Komm, das machen wir gerade noch in dieser Folge. Diesen kleinen Sprung. Oh, Backe. Und da geht's noch richtig, richtig weit weiter. Das wird noch eine ganz schön interessante Reise hier bei Let's Play The Last of Us. Ciao. Eine extra lange Folge hier bei The Last of Us mit mörderischem Kampf am Ende. Viel Spannung. Und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Episode weitergeht. Und wer vielleicht keine Lust hat zu warten, der kann sich ja mal die anderen beiden Let's Plays, die ich da rechts unten verlinkt habe, anschauen. Auf meinem Channel findet ihr natürlich noch viele, viele weitere Projekte.